Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War. Wir sind im Reich der Elfen angekommen und Atreus will irgendwas in den Sand zeichnen, aber ich will tatsächlich eigentlich erstmal kurz gucken. Zumindest von hier aus mal gucken, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Es sieht nicht so wirklich danach aus. Von daher. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Luft? Oder Wasser? Wasser ist auch. Wasser sind es auch. Wahrscheinlich ist es auch Wasser. Wie ich so umsehe. Traurig der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Das ist düster. Das ist richtig düster. So, mein Freund. Hops. So, mein Freund. Geht doch. Es ist Nachtmare. Hui, hier ist ja einiges los. Was war das denn gerade hier? Ich meine, so schwer sind die ja nicht, ne? Tatsächlich sind die sogar eher schwächlich. Ah, das waren düstere Nachtmare. Er sagt das doch. Diese Nachtmare können uns kurzzeitig blenden. Gerade als ich dachte, Nachtmare könnten nicht noch schlimmer werden. Nee, brauche ich gerade nicht. Wenn wir gerade dabei sind. So. Guck mal, hier sind Kristalle im Boden. Die könnten wir dann, wenn wir das Licht haben, auch wieder aktivieren. Wer weiß, was bei rauskommt. Richtig, Atreus wird langsam tatsächlich halbwegs nützlich, wa? Gucken wir erstmal hier in diese Ecke. Das war ein Tatzelwurm, ja. Das sind die Dinger da oben. Dass wir es vielleicht noch mal hinkriegen mit dem Rückruf das Ding noch mal zu zerstören. Da,
blödes Vieh. Wo bist du? Nee, jetzt mal ernsthaft, wo ist er hin? Ich hab ihn da gerade runtergekickt, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch gerade egal. Rasender Frostriese, schwerer Runenangriff. Drei mächtige Schmetterschläge, die Gegner in die Luft schleudern. Ah ja. Was hat das jetzt gebracht? Nur mal so, was hat das... Junge, warum bist du hier unten? Sollten wir mitnehmen. Kriegsbeute, neues Artefakt-Set. So, und hier waren wir auch noch nicht drin, oder? Oh, doch, hier waren wir schon. Die ganze Zeit überlegen, ob wir einfach nicht die richtige Waffe dafür haben oder ob es da noch einen Trick zu gibt. Hier waren wir noch nicht drin. Da ist er ja auch. Aha. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Da bin ich ja echt schon gespannt, was es mit den verborgenen Kammern dann auf sich hat. Echt gespannt. So, und ansonsten machen wir hier einfach mal weiter. Was war das denn hier? Sindri sagte, Mutter war eine Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben, sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. Warum nicht? Weil sie es aufgrund ihrer Taten nicht verdient haben, weil sie nicht schwach waren oder andere Gründe. Ich meine, wenn man das nur in den Raum stellt, dann muss man diese Frage auch mal... Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir! Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Anna, wie ich da! So, komm her. Ja. Du entkommst, wenn nicht, Junge. Ey! Oh, die Kerle nerven ein bisschen. So, komm, der nächste. Ey, nicht mit sowas. Das ist nicht schön.
Sowas mag ich nicht. So. Was macht denn jetzt zum Beispiel das Rad hier? Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Dann mal los! Pavolo! Ah, hier schon wieder. Alter! Den bring ich zu Fall! Doch, mein. Komm her! Oh, mir ging's jetzt bei der... Mir ging's ja bei der Rage jetzt gerade hauptsächlich um Lebensenergie. Komm her, hier. Lass dich auskontern. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. So. Ein neuer Tipp für die Dunkelalben. Dunkelalben greifen gerne gemeinsam an. Wenn Vater einen schweren Angriff landet oder pariert, kann sie das auseinandertreiben. Ich denke, da werden wir von unten dann wieder hochkommen. Wenn wir erstmal irgendwie nach unten kommen. Und was haben wir hier? Nix. So, was machst du? Hey, sieh dir das mal an. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Wieso? Was für eine Rune ist das denn? Was ist das? Was denn? Das da? Das ist eine Rune, wurde mir gerade gesagt. Ich weiß aber nicht mehr, wer mir das erzählt hat, Junge. Okay, machen wir den Kreis hier erstmal weiter. Gucken wir erstmal, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwo mitten im See auch noch irgendwas ist. Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt? Wir warfen sie über Bord. Oh, gut, dass ich kein Meerwasser getrunken habe. Stimmt's? Ja, das stimmt. So, was haben wir hier? Ah, da hinten ist ja noch was. Zack. Einmal den Talisman und das nehme ich auch gleich noch mit. Ich weiß, Verschwendung. Mir doch egal. Du hast das zeitlich auch nicht, die alle gleichzeitig zu zerstören. Ne? Ich versuch's zwar immer wieder, Atreus, aber. Komm her! Ich schaff's nicht.
Okay. Ich bin drin. Direkt hinter dir. Direkt hinter mir? Nervige Viecher, ey. Pass auf, Vater! Atreus, der Schlag wäre nicht nötig gewesen, damit hast du ihn nur weiter weggetrieben. Fand ich nicht schön, fand ich nicht gut. Da sind wir reingekommen, ne? Das heißt, dass wir hier erstmal lang gucken können, was es hier so gibt. Oh nein, ich weiß, was das ist. Die gehört nicht dazu, okay. Die da links ist eine. Die ist eine. Und die ist eine. So. Das wird immer fieser mit diesen Runenversiegelungen, ne? Echt gemein. Oh. Machen schon wieder drei zusammen. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Das geht auch relativ schnell, ne? Wir spielen noch gar nicht so lange. Ich beschwere mich aber auch nicht. So, wir versuchen jetzt nochmal hier zu öffnen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Sollst zielen, Blödmann. Ich habe mit mir selber geredet. Ich weiß, dass Kratos nur macht, was ich ihm befehle. Geht das so nicht? Fies. Kommt da aber auch so nicht hin, oder? Solange wir das Ding hier nicht zerstört haben, kommt man da eh nicht hin. Und das können wir noch nicht zerstören. Also ignorieren wir es erstmal und gehen wieder. Oh Mann, so viel Zeug zu erforschen und für das man dann mal wiederkommen müsste und alles. Bis ich die Möglichkeiten habe, habe ich das doch alles vergessen. Ich kenne mich doch. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das ist das, was wir durch das Tor dann erreichen können, denke ich. So, und hier sind wir wieder bei der Sandschale. Bin mal gespannt, was passiert. Die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Ja und? Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Wasser. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge. Es waren wieder die Stimmen. Aber andere Stimmen.
weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer Sie sind oder was Sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Das ist übrigens ein Rätsel, für das wir nicht einmal durch den ganzen See hätten reisen müssen. Das hätten wir auch so hingekriegt. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Interessant. Vater? Ja? Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Wer sieht anders aus? Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Oh, ne. Das ist auch nicht gut. Alter, die sind immer so schnell. Furchtbar. Oh ja, warte. Ist egal, ich bin gerade in der Sequenz. Ich habe Invulnerability Frames. Ich sollte aufpassen, dass ich da nicht immer so reinrenne. Ich lasse mich hier gerade echt vorführen, das weiß ich. Hey, oh, ist das nervig, ey. Halt so. Leck mich doch, ich kann das auch. Halte mich von den Käfigen fern. Ich kann das auch, so. Wenn wir es schaffen, die Dunkelalben einzufrieren oder zu schwächen, können sie sich nicht in der Luft erholen. Aha. Mal erstmal kurz gucken, was ist denn hier draußen. Dann geht es noch weiter in Richtung Tempel. Ich habe ja das ganz böse Gefühl, dass das hier noch ganz böse für uns enden wird, wenn ich nicht bald mal das Kampfsystem auf Reihe kriege. Ja, ich kämpfe ja wie der letzte Kattenmut hier. Mach dich bereit. Was? Hoffentlich war es das wert. Also eigentlich hatte ich gerade R3 gedrückt, aber er meinte wohl, schlagt halt lieber mit der Axt zu. Dran. Dann wird es wahrscheinlich im Moment gar nicht. Oder, warte mal. Was passiert denn, wenn ich das dahin schleudere? Dann hier hinstelle und sage Axt. Schade. Schade, das hätte ja auch funktionieren können. Und hier lauter tote Alben.
Bronzetten mal. Hey, sieh mal hier. Ja, ja. Geht doch. So, was haben wir denn hier? Tiasis Klaue, schwerer Runenangriff. Ein mächtiger Vorwärtshieb, der eine kleine vertikale Welle mit mittlerem Frostschaden verursacht. Das zeige ich nochmal im Menü. Das ist rasender Frostriese. Tiasis Klaue, zeig mal. Die nehmen wir einfach mal. Okay. Da war doch aber noch mehr. Genau, hier war noch was. Hier war noch so ein Gefängnis. Aber der Hebel ist kaputt. Der Hebel ist kaputt. Na toll. Ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst vor dem Boss hier. Weil es gibt garantiert einen Boss. Aber mit den normalen Dunkelalben können solche Probleme haben, weil ich einfach nur scheiße bin. Fort mit dir! So. Ja, so funktioniert das toll. Vor allem die Reichweite ist ja enorm. Talisman aktivieren da. Ein bisschen heilen wieder. Das muss ich viel ausnutzen. Den sollte ich bei Gelegenheit auch echt mal upgraden. Oh nein. Oh nee. Und wo sind die? Runen, die das Ding da versiegeln? Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Na komm hier, zack. Ja, mehr als nur knifflig. Habt ihr das gesehen, wo diese scheiß Runen teilweise sind? Ja, zum Beispiel. Man ja echt Millimeter genau arbeiten hier, wa? Es ist schon wieder zu hoch hier. Da oben ist...
denn das schaffen, sag mal? Weißt du was, das ist mir jetzt gerade relativ egal. Dieses Runenrätsel ist mir gerade echt ein bisschen egal. Das kriege ich eh nicht geschissen jetzt hier. Also gucken wir erstmal, wo der Gang hinführt. Oder geht es da eigentlich noch weiter? Nee, ne? Deswegen müssen wir jetzt hier unten hin. Okay. Das ist ja ein Rätsel, mit dem ich mich später nochmal beschäftigen werde. Aber definitiv nicht in der nächsten Folge von God of War. Bis dann.